Servus Leute, herzlich willkommen zu Mass Effect 1 in der Legendary Edition. Zur ersten Aufnahmesession, ab der alles wieder so ein bisschen seiner geregelten Dinge geht auf dem Kanal. Infovideo kommt, müsste schon da sein. Also einfach mal angucken. Wir wollten heute auf dem Präsidium oder auf der Citadel generell ein bisschen was erledigen, richtig? Zum einen zum Turm müssen wir, wegen dem, war das ein Admiral? Ich glaube ja. Ja, da hinten, genau. Rear Admiral Kahuku, weil wir haben ja seine Leute gefunden in der Dreschel und Falle. Nein, ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Tut mir leid, Admiral, aber die sind leider alle tot. Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Es war nicht Ihre Schuld. Jemand hat Sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Es war gleich neben dem Dreschschlund-Nest positioniert, wo Sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Wie kann ich helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Damit das nämlich auch mal weitergeht, weil ich meine, mich zu erinnern, dass da noch eine zweite Stufe kommt, wo man dann wirklich der Ursache auf den Grund geht. Dann. Was wollten wir genau? Komme ich da von hier aus hin, über das Taxi? Präsidium? Ich bräuchte die Gemächer der Konsortin, genau. Die wollte ich auch noch mit uns reden. Das haben wir ja auch nie zu Ende gemacht, das haben wir irgendwie vergessen zu tun. Dich schon gescannt? Anscheinend, ja, gut. Gut, ciao. Nichts zu tun. Ja, genau. Das ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Citadel zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Wirklich? Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Ja, die Menschen sind noch neu hier in der Galaktischen Union. Aber das macht ja nichts. Alle waren immer neu. Ja. Gute Konsortin. Was gibt's jetzt hier Spannendes? Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Nun, das habe ich alles schon vor Wochen gemacht. Ich habe es noch nicht gesagt. Gern geschehen. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Das kommt doch an, was es ist. Aber natürlich, ich habe immer auch Interesse an mehr Belohnungen. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen ihnen und der Welt. Und sie beschützt sie und macht sie stark. Diese Stärke hat sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur sie haben überlebt und sie werden weiter überleben. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Sehr beeindruckend, würde ich mal behaupten. Waren halt nur Worte, ne? Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Oh, ein Schmuckstück? Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben.
Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Alles klar, danke. Man kann irgendwie auch noch mit der in der Kiste landen, aber ich habe keine Ahnung wie. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß ja, dass es geht. Aber was genau man dafür tun muss, das... Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht einfach noch mit ihr reden, das kann natürlich sein. Oder aber diesen Gegenstand nutzen. Ich habe es halt nie gemacht, deswegen weiß ich es nicht. So, nächster Punkt. Wir können nochmal mit dem anderen Idioten reden, der ja unser Fanboy ist. Und ansonsten gibt es hier noch irgendwas im Präsidium. Das Tagebuch Linsen. Nach Kampfzeichen suchen, ja, das sind so Sammelaufgaben. Brauchen wir irgendwie nicht. Sie haben eine Nachricht von einer, sie möchte persönlich treffen. Nassana treffen. Botschaftslaunch. Okay. Entfernen uns doch noch immer zu den Botschaften. Ich weiß, es sind nur 3 Meter, aber ich bin faul. So, Botschaften. In der Lounge. Alle Klärchen. So, wo ist denn die jetzt? Ich bin ihre Führerin. Ja, nein, sorry. Das Thema hatten wir schon mal. Hier, bei uns im Land. Das ist nicht so gut ausgegangen. Ja, also, lass mal stecken. Wir brauchen keinen Führer. Auch nicht, wenn er weiblich ist. So, Lounge. Das ist die Lounge. Ja, Nassana, dann ist sie auch schon. Gut, was kann ich für dich tun? Commander Shepard, ich bin Nassana Dantius. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Ja, aber haben Sie Ärger oder warum? Es klang, als bräuchten Sie Hilfe. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Das tut mir leid. Das tut mir aufrichtig leid. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit Ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Ihre Schwester wurde verschont? Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Dann sollten sie lieber bezahlen. Das ist die Vorteilsoption. Das eigentlich lieber gehabt, weil normalerweise, egal. Ja, bezahlen Sie einfach, kommen Sie reich sind. Pff, wurscht. Dahlias Sicherheit können Sie wohl am besten gewährleisten, wenn Sie das Lösegeld zahlen. Das habe ich auch gedacht. Ich habe getan, was Sie wollten und das Geld auf das angegebene Konto überwiesen. Aber Sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen. Das ist ein dämliches Gesetz. Naja, es macht schon Sinn, wenn man nichts einfach so zur Seite schieben könnte, ne? Also Steuerhinterziehung und sowas, das kennt man ja. Sie brauchen meine Hilfe. Sie wollen, dass ich sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für sie gefunden. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde sie reich belohnen. Und was wissen Sie über den Entführer? Können Sie mir sonst noch was sagen über die Söldner, die Ihre Schwester entführt haben? Im Prinzip das, was man erwarten würde. Derbe, gefährlich und gut bewaffnet. Also nichts, womit ein Spectre nicht fertig wird. Okay, und warum ich? Können Sie niemand anderen dafür anheuern? Ich will nicht mit dem Leben meiner Schwester spielen. Ich brauche einen Spectre. Außerdem operieren Sie außerhalb der offiziellen Kanäle. Meine Vorgesetzten dürfen nicht erfahren, dass ich das Lösegeld bezahlt habe. Ah ja. Lösegeld nachverfolgen. Wie haben Sie herausgefunden, wer dahinter steckt? Ich habe meine Quellen. Kontakte und Credits können lange Wege zurücklegen. Besonders wenn man gewillt ist, die Regeln zu verbiegen. Ich habe das Gesetz bereits gebrochen, als ich das Lösegeld zahlte. Die Sache kann nicht mehr schlimmer werden. Gut. Ich nehme keine Bezahlung an. Ich brauche kein Geld. Behalten Sie Ihre Belohnung. Ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Versprochen. Danke, Shepard.
Ich wusste, dass Sie die Richtige für diesen Job sind. Kommen Sie bitte wieder her, wenn Sie den Job erledigt haben. Wenn ich mich recht erinnere, dann war die Schwester aber... Also war die Entführung fingiert. Sprich, die ist selbst die Anführerin des Sklavenhändlerrings und wollte einfach nur ein bisschen Kohle von ihrer Schwester haben. Aber vielleicht labere ich auch Scheiße, wir werden das sehen. Ihr merkt schon, ich muss selber gerade wieder so ein bisschen reinfinden. Ich hasse Unregelmäßigkeit beim Aufnehmen, aber leider ist das manchmal nicht anders machbar. So, jetzt aber der Depp, der uns nacheifern möchte. So, Bezirke, wo müssen wir nochmal hin? Koras Nest, Märkte, da müssen wir hin. Da war der, bei den Märkten. So, ah, der ist er ja auch schon. Mein Freund, Conrad Werner. Hey, Commander Shepard. Conrad Werner. Leider. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Hauen Sie ab. Nee. Ja, stimmt. Ich bin der erste menschliche Spectre. Toll, ne? Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Und ihre Ausstrahlung und ihre Fähigkeiten haben schon jede Menge Bewunderer angezogen. Hey, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Ein bisschen Influenzen kann nicht schaden. Niemand wird mir sonst glauben, dass ich mich mit Commander Shepard unterhalten habe. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Glaube ich nicht. Ja, das war Gespräch Nummer 2. Wir werden noch öfters mit ihm das Vergnügen haben. So, haben wir auf der Citadel noch sonst irgendwas? Ja gut, hier müssen wir ins Makedon-System, Artemis Tau Cluster, okay. Das müssen wir auch noch machen. Das ist einfach nur so Scan-Mission. Sammelmission, das müssen wir auch noch machen. Im Han-System des Gemini-Sigma-Clusters und im Dis-System des H des Gamma-Clusters. Oh Gott. Und das Forscherteam auch im H des Gamma-Cluster. Piraten haben wir auch noch. Sternus-System des Pferdekopfnebels. Was haben wir hier noch? Argos Rohcluster. Ach du Scheiße. Okay, wohin fangen wir denn mal an? Ich müsste eigentlich ein bisschen Tempo machen, aber ich will jetzt die Nebenquests nicht auslassen. Machen wir erstmal Artemis Tau Cluster, weil da ist ja das hier. Und ich glaube. War das hier? Nee. Es war alles Hades Gamma. Naja, gut. Dann machen wir erstmal das hier: Hades Tau Cluster. Schiff. Das heißt, wir müssen zurück zu C-Sicherheit. Das war hier. C-Sicherheit. Wenn wir hier nichts mehr haben, dann können wir direkt weitermachen. Ich weiß, ihr könnt neue Nebenquests annehmen, aber ganz ehrlich, Leute. Wir müssen irgendwann auch mal ein bisschen Tempo machen. Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Der Punkt ist nämlich, demnächst kommt der Tales of Arise raus. Und wenn ihr das Video mit dem neuen Uploadplan gesehen habt, werdet ihr wissen, dass das alles ein bisschen eng wird. Mit Mass Effect und Assassin's Creed Odyssey. Von daher würde ich ganz gerne Mass Effect 1 ein bisschen beschleunigen. Bereithalten. Und dann erstmal Odyssey und Tales of Arise. Kommandant priorisieren. Ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Im Oktober kommt ja auch noch Metroid Dread. Und dann wird es noch enger. Und dann im November Pokémon. Und dann haben wir endgültig ein Problem. Daher muss jetzt endlich mal irgendwas hier zu Ende gehen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte sie nicht so überfallen dürfen, aber sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Ich hab getan, was ich konnte. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache.
Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Tut mir leid. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen, Sir. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte, Ende. Und so sehr ich Mass Effect auch liebe, ich finde, bei Mass Effect 1 kann man durchaus so agieren, dass man das ein bisschen schneller durchzieht. Weil das meiste halt einfach mit dem Ding, dem Nomad rumfahren ist. Ja, das ist halt nicht so spannend, ne? Aber egal, da rede ich ja in aller Ausführlichkeit drüber in einem entsprechenden Video. Müssen wir nicht jetzt hier bequatschen. So, wir wollten jetzt, was habe ich gesagt, Artemis Tau, ne? Artemis Tau, Voyager Cluster, Hades Gamma, Gemini Sigma, Pferdekopf, Exodus, lokaler Cluster. Na klar, Arsch der Welt. Wie ist das System nochmal? Makedon, genau. Ja, Joker, nichts rammen. Gerade Schrammen sagen, gut, passt auf. Schön sauber ausparken und dann nicht sie weg hier. Zurück in die Galaxie. Übrigens, in dieser Folge mal Kommentar, die so ein bisschen schläfrig ist. Eine Nachricht für Sie, bitte. Commander. Sie kam wieder über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Ist witzig, wie das manchmal bei mir nur noch auf dem linken Ohr ist, diese Funkübertragungen. Zuerst auf beiden und dann nur noch auf dem linken, also vom Kopfhörer her. Erkunden, das ist nicht der richtige Planet. Erkundungswelten sind immer optional, das haben wir ja schon festgestellt. Das ist der richtige Planet. Landen auf Shargila. Kannst du aber ganz leicht falsch vorlesen, ne? So, wir nehmen mit. Ja. Gut. Dann kommt Garrus auch mit. So. Dann düsen wir lieber wieder mit dem. Ich kann heute nicht reden. Ich sag ja, entschuldigt bitte meinen Kommentarstil, heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Zumindest in der Folge. Wir müssen dahin. Was haben wir hier drüben noch? Eine Anomalie. Aber haben wir davon irgendwas, wenn wir die einsammeln? Wisst ihr was? Ich habe ja gesagt, wir wollen ein bisschen Tempo machen. Machen wir den wichtigen Kram und den unwichtigen Kram. Lassen wir dann beiseite. 100% werden das hier ja sowieso nicht. Damit beschäftigen wir uns dann Mass Effect 2 und 3. Da macht es auch wesentlich mehr Spaß, weil es nicht nur rumfahren ist. Wie gesagt, ich liebe Mass Effect 1, aber das ist halt so ein bisschen... Ja. Bisschen mehr hätte schon passieren dürfen. Wo fahre ich eigentlich hin? Erstmal in die völlig falsche Richtung gefahren. Jungs, lasst es bleiben. Oh, ich muss mal was abkühlen lassen. Kaputt. Da ist noch einer. Oh, der ist kaputt. Da liegt ja noch einer.
Es ist ja kaputt. Hä? Kommst du her? Steh die wieder auf? Ja, tatsächlich, steht wieder auf. What the hell? Rum, bleib liegen. Haben wir es dann bald mal, ja? Bleib ja endlich liegen. Nee, nervtötend. Ja. Jetzt muss ich mich tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren. Dürft ihr nicht vergessen, ich bin ja Veteran. Das heißt, die machen auch bedeutend mehr Damage, als sie es eigentlich tun sollten. Dann steige ich hier jetzt wieder aus. Was? Nein. Wir machen das nochmal. So. Steuerung. Wird alles besser nächste Folge, keine Sorge. Dann bin ich wieder voll drin, versprochen. Doch, guten Tag! Schnauze! Diplomatische Mission hier! Was überleben die denn so viel? Das gibt's ja gar nicht. Boah! Holy shit! Ist er jetzt tot? Ja, endlich. Meine Fresse. Halt mir ein bisschen zu viel aus. Ja, aktuell. Was ist denn mit Schild dabei? Das mag ich nicht. Ich hasse Schilde. Die machen zwar auch extrem gut Damage mit unserer Spectre-Waffe, aber trotzdem. Wo ist hier noch einer? Da irgendwo in der Nähe, ne? Bleib doch stehen! So. Ende im Gelände. Tadi, alles okay bei dir? Die werde ich mal anstellen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Südila. Hallo, wollen wir mal rein hier gucken? So. Und so. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenanführerin und Nassana Dantius eine bedeutende Botschafterin der Zitadelle Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nassana mit diesen Fakten konfrontieren. Ja, das war's auch schon. Das war die ganze Nebenquest. Einfach nur diesen Laptop anklicken und dann können wir wieder gehen. Auch das ist leider so ein Punkt bei Mass Effect 1, der halt eindeutig zeigt, wie viel schwächer der erste Teil ist im Vergleich zu den anderen beiden. Rein was das Missionsdesign angeht. Da hat die Nebenquests alle so, ja, flieg da halt mal hin, knall drei Gegner ab, sammel was ein und hau wieder ab. Das war's halt. Das ist halt, ich weiß nicht. Auch deswegen sage ich mir, komm, man kannst du hier ein bisschen Tempo machen. Ist nicht so ganz so schlimm, wenn du hier nicht möglichst alles versuchst mitzunehmen. So, zurück zu Normandie. Und dann müssen wir nach Hades Gamma. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Hades Gamma. So. So. Hades Gamma war da, ne? Jawohl. Und da haben wir, glaube ich, in allen drei Systemen was. Fangen wir erstmal hier an. Anatheus. Da war auch irgendwas, das weiß ich noch. Ich weiß ja nicht mehr, was da war, aber irgendwas war da. Welcher Planet war denn das? Ploba, Etmos, Unidor, Trebin, Gikro, ich weiß es nicht mehr. Mal erkunden, okay. Erkunden, brauchen wir auch nicht. Wo ist Landen? Da müssen wir hin. Nein. Ist hier 100% Jäger sicherlich toll. Aber ich habe ja gerade gesagt, wir machen keine 100%.
Landen, hier sind wir richtig auf Trebin. Mittelgroße terrestrische Welt in einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Toll. Stickstoffwelt. So, und jetzt nehmen wir mit. Ich wollte nämlich eigentlich Rex mitnehmen. Und Dali. So. Aber irgendwie war das schon auf Garrus angelockt. Und ich habe Rex ganz gerne dabei, weil er halt einfach... Weil er Rex ist. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, ne? Rex ist cool. Und einen Kroganer dabei zu haben, ist immer cool. Kroganer was drauf haben. Und er hat zwei Pünktchen. Dann kriegst du die mal in... du hast nichts, ich habe auch nichts. Perfekt. Halt dein Karte, wohl damit wir mal lang müssen. Wir müssen dahin. Forschungsbasis. Let's go. Und da ist ein Mineral neben uns. Aber brauchen wir nicht. Generell finde ich, es gibt ja dieses Upgrade-System hier im Spiel, ne? Ich habe das noch nie benutzt. Ist aber ohne Scheiß, ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß nicht, warum das da ist. Es ist witzig, okay, aber du brauchst es halt nicht. Wirklich, du brauchst es nicht. Kauf dir einfach die Spectre-Waffe und spar auf die und dann boom, Ende. Das ist ausgesorgt. Für alle Schwierigkeitsgrade. Mehr brauchst du nicht. Rüstungen gibt es keine wirklich tollen in dem Spiel, die wirklich viel bringen. Also wahrscheinlich kannst du extrem imbar werden, wenn du das ganze Zeug machst, aber ich weiß halt nicht wofür. So. Guten Tag. Alles verlassen. Wir müssen, glaube ich, da hinten rein. Aber gucken wir uns mal um hier. Mach mal auf da, ich will hier reingucken. Gut, überbrücken wir mal. Zack, 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 zack. Fertig. Ach, das war das Ding. Mach mal Universalgel draus. Jawohl, zack. Ich wollte das hier eigentlich haben. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Na dann. Auf zur Ausgrabungsstätte, ne? Die ist ja dann, glaube ich, da vorne. Können wir sauber einparken hier? So. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen. Waffen raus, Leute. Und rein da. Türsteuerung. Mal auf da. Schon wieder in einer unterirdischen Anlage. Das ging letztes Mal schon nicht gut aus mit Liara. Erinnert ihr euch noch? Und da war aber Garrus dabei und nicht Rex. Verdächtig ruhig hier unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Husks! Ich hasse Husks! Oh, ich hasse sie so sehr. Oh, wie ich dich ja hasse. Ich meine, hier ist einfach noch blöd. Richtig blöd, aber... Oh, in Mass Effect 2 gehen die einem so auf die... Nüsse. Wenn ich in Mass Effect 2 sterbe auf Veteranen, dann liegt es daran, dass zu viele Hasses auf einmal kommen. Hier ist jeder super schnelle und krasse Resident Evil Zombie guter als die dämliche Sicherheit. Hab ich schon gehört. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Bist du blind oder was? Was ist das hier? Hä? Rex. Manchmal gibst du dämlich Aussagen von dir, Kollege. Dämmungswelle, was? Was? Ich hab da immer so eine Eindämmungswelle gelesen. Da. Ah. Ah, schon wieder Hass.
Ich hasse Husks. Sterbt! Gerade nach. Oh. Sterbt! Nein, Tali ist tot! Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeny-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Geth-Gebiet entfernten, entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Ja, Reaper, würde ich sagen. Tali, stehst du wieder auf, jetzt was vorbei ist? Tali? Ja, gut, okay, danke. Sorry, ne? Ich wollte dich ja retten, aber... Ne? Was gibt's denn hier noch alles? Ich hab nur die Hass umgebracht und dann bin ich wieder abgedampft. Ist hier da irgendwas Spannendes zu finden für uns? Ach, eine blöde Kiste. Eine Lootbox. Ich frage mich, in diesen ganzen Kisten, ne? In den ganzen Lootkisten. Hatte BioWare das vielleicht mal als Loot-Shooter geplant? Ich meine, möglich ist es. Gut, aber wir brauchen die ganzen Lootkisten nicht. Wie gesagt, Spectre-Waffe und dann gib ihm, ne? Nach einem die Sinnflut. Okay, der Witz war jetzt ein bisschen blöd in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja in Deutschland erst schwere Überflutungen hatten. Ich erinnere mich immer daran, wenn ich so einen blöden Spruch bringe, an einen Kumpel von mir, einen ehemaligen Kumpel, wir haben schon lange keinen Kontakt mehr, der im Religionsunterricht einfach mal angefangen hat, nach der Mega-Tsunami-Katastrophe da im Indischen Ozean, hat er einfach im Religionsunterricht bei dem Thema angefangen zu singen, das war die perfekte Welle. Ich meine, wir haben uns alle bepisst vor Lachen, aber wir wussten auch alle, dass das ziemlich scheiße war in dem Moment. Aber nun, das nennt man dann wohl schwarzen Humor. Oder einfach auch Arschloch. Ja. Gut, Leute, wie es aber weitergeht, auf den anderen Hades-Gamma-Planeten, die wir noch bereisen müssen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal Entschuldigung dafür, dass Mass Effect so unregelmäßig kommt aktuell. Ändert sich aber ab jetzt. Wie gesagt, neuen Upload-Plan mal angucken. Und auch Entschuldigung dafür, dass das Kommentieren dieser Folge noch nicht ganz so on point war wieder. Ich musste erst wieder reinfinden ins Spiel und ja, ich denke, ab der nächsten Folge wird es dann besser. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.